Recht herzlich willkommen zur 8. Folge von Grand Ages Medieval. Ja, wir sollen in Arlan noch was bauen. Das haben wir aber eigentlich hier schon was angestoßen. Konto ist da. Jeden Betrieb sollen wir zwei machen, die Sinn machen. Wir können jetzt hier gerade nichts bauen, einfach aus dem Grunde, der Gasthof braucht Rohstoffe. Und der Händler ist da. Oder ist er doch, der ist da, sonst wird er sehr klein nicht da drunter stehen, ne? Der macht da gerade sein Geschäft wahrscheinlich. Achso, wir sollten vielleicht weiter voranschreiten. Da drauf. So, und dann zieht er wieder von dann der Händler, oder? Jo. Und Bauwaren fehlen. Ich sehe aber nicht was. Okay. Oh, jetzt habe ich das angeklickt, dass es gebaut wird, oder? Weil wir das da haben. Naja, dann lass es mal machen. Kontor ist ja auch nicht schlecht. Und da kann ich das abbrechen wieder. Aha. Gut, das ist jetzt fehlgeschlagen, ist aber nicht schlimm, lassen wir laufen. Das haben wir, glaube ich, schon ausgewählt. Jetzt muss es da nur nach vorangehen, ne? Habe ich das jetzt ausgewählt? Ich glaube nicht, ne? Von jedem Betrieb soll ich zwei bauen. Dann ist ja auch kein Problem. Machen wir mal gerade. Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch. So. Der erste kann gebaut werden. Holzfäller, ne? Da brauchen wir Ziegel jetzt. Baumodus umschalten, okay. Ne, lass mal so. Der Händler zieht da erst lang, wenn ich in dem Bildschirm bin. Oder sind da zwei? Ne, da sind zwei unterwegs zur Zeit. Achso, der andere war noch unterwegs wahrscheinlich. Er bringt jetzt aber Dinge da vorbei, die ich jetzt nicht unbedingt brauche, oder? Bauwaren fehlen, okay. Und da Überproduktion. Ich glaube, wir gehen hier mal auf 3, ne? Händler ist vor Ort. Und er geht wieder. Bauwaren fehlen noch, da ist der andere Händler vor Ort. Der bringt aber Bauwaren mit. Mal hoffen, dass es alles so klappt. Also, dann hält er ja an, wenn ich in das Menü gehe. Was war das denn da gerade? Naja. Da ist nochmal sowas. Es fehlen immer noch Bauwaren. Aufschwung ist hier, ist okay. Ja. Städte auf der Route. Auf der Route sind 5 Städte? Kann ja irgendwie nicht sein, oder? Ist aber auch nicht spielentscheidend, egal. Und da ist unser Speer, okay.
Das ist der Händler jetzt hier. Wieder Baumaterial, Ziegel. Und alles dahin. Ja, wäre schön, wenn es läuft, aber Arbeiter fehlen auch. Händler kommt. Will mal gerade noch mal reingucken. 3. 40 Ziegel. Holz und Ziegel. Nichts sehen, lass laufen. Ja. Händler ist vor Ort, liefert ab. Und geht wieder. Kann ich da irgendwie einen Unterschied sehen? 40 von 72. Tja, weiß ich jetzt auch nicht. Ach, hier sieht man eher was. Der Gasthof wird auf jeden Fall gebaut. Ja. Geht er doch voran? Gute Frage, ne? Gucken wir nochmal rein. Ist jetzt nicht wirklich irgendwie zu sehen, ne? Tja. Da kommt der Händler. Fünf auf 3066, okay, 10 dabei. Okay, da geht's weiter. Händler kommt schon wieder. Da ist nichts da, das ist gleich fertig. Holz und Ziegel bringt er. Auch Dinge, die wir brauchen. Jo. Wieder weg. Guckt, da ist schon fertig. Da sind schon zwei. Jetzt geht das nächste irgendwie los. Das Gasthof haben wir auch schon geschafft. Okay. Ja, können wir jetzt nur zugucken, ne, was da gerade gebaut wird. Sofia ist schon so groß. Da steht 3, aber... Jo, Produktion, dafür steht das, oder was hier unten, dieses Ausrufezeichen. Naja, das ist aber nicht schlimm. Aber wir tauschen ja. Haben wir einen Handel, ne? Die 3 grünen Kästchen bedeutet, dass das bald wächst. Wenn das vierte Kästchen kommt, kann das sein. Und der Händler nimmt wieder mit. Holz ist ein bisschen knapp. Sei er noch am Gepäck hier als letztes. Ah, Metalle, okay. Okay, da wird ordentlich gebaut. Hier ist irgendwie... Achso, Arbeiter fehlen. Okay, da können wir nichts dran ändern jetzt gerade. Kommt der Händler schon wieder? Bringt hier 87 Ziegel hin. Und zieht von dann. Warum ist hier unten auch so ein Zeichen? Aha, der erreicht maximale Auslastung. Gut, jetzt haben wir noch die 3 zu bauen. Arbeiter fehlen und da auch, ne? Ist alles ganz normal. Läuft aber.
Oh, das ist jetzt alles, was er mitnimmt, oder was? Drei Holz? Oder war das der Weg nach dahin? Das könnte auch sein. Okay, der Imker läuft jetzt. Da kommt der Händler wieder. Ala. Wächst und gedeiht. Irgendwie nicht wirklich. Ist der Händler wieder da? Schön, die ersten Betriebe stehen bereits. Sie ziehen nun freie Arbeitskräfte aus dem Umland an. Dies kann zwar eine Weile dauern, doch du musst dich nicht darum kümmern. Du musst nur darauf achten, dass die Stadt möglichst gut mit Waren versorgt wird. Mhm. Ja, sind wir auf dem besten Weg, ne? Drei haben wir schon. 2x2 brauchen wir noch. Wird schon werden. Arbeiter, 74 minus, okay. Keine Ahnung, was die Zahl heißt. Sieht alles schick aus, ne? Hier ist die Straße und da gibt es den Zoll. Okay, der ist schon auf dem Rückweg. Holz transportiert er gar nicht mehr hin, weil das wird jetzt hier selber abgebaut, oder sehe ich das falsch? So, ich glaube, hier sind wir verkehrt. Handel. Ja, da gibt es schon zwei Fässer mit Holz wohl. Dann haben wir da schon genug, würde ich sagen. Da oben ist alles gut. Ziegel werden wieder verbracht. Wahrscheinlich wird schon Holz abtransportiert, nee, noch nicht mal. Aber alles gut. Ah, guck mal, die sind auch fertig alle. Jetzt ist nur hier der Brauhaus zu bauen. Schauen wir, dass das auch fertig wird, ne? So, Händler läuft wieder. Wichtigste, was er mit hat, sind die Ziegel derzeit wohl. Der letzte Standort wird noch gemacht. Das Brauhaus. Händler ist gleich da. Geht zurück und hat nichts gemacht in dem Sinne. Dauert noch ein bisschen im Brauhaus, aber wird gleich fertig sein. Erledigt. Werter Leon, meinen Glückwunsch zu euren großen Fortschritten. Gerne würde ich meine Reise schon morgen antreten, aber es gibt Berichte über normannische Söldner, die in eurer Region ihr Unwesen treiben. Mit Drohgebärden ist es wohl nicht mehr getan. Rüstet euch, damit ihr dieser Gefahr angemessen begegnen könnt. Okay.
Gut, Truppen kosten Geld. Und in Sofia soll ich jetzt eine Kaserne errichten. Okay. Mal gucken. Steht hier noch Arbeiter fehlen und Arbeiter fehlen. Der läuft. Dem ist halt so. Ist nicht schlimm. So, hier sollen wir jetzt eine Kaserne errichten. Na, dann bauen wir die doch, ne? Wie es aussieht, haben wir alles. Ja. Händler geht da gerade wieder hoch. Wo gehen wir jetzt? 3 Grüne. Macht einen guten Eindruck, oder? Ja. Gut, es geht voran. Ala ist angeschlossen. Wir brauchen eine Kaserne, um Truppen auszubilden. Jo, aber sonst würde ich sagen, soll es für die Runde auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.